Moin Moin und herzlich willkommen in der Kressgarage. In dem heutigen Video soll es um das große Thema RC Rally gehen. Und da gibt es ja einiges, was man machen kann. Aktuell bin ich da eher allein unterwegs und fahre so gerne im Park. Ihr kennt bestimmt meine Highlight-Videos, das ist das eine Thema. Das heißt, man fährt einfach für sich. Ich filme da sozusagen sehr gerne bei. Macht da kleine Imagefilme raus, habt ihr schon gesehen. Es gibt natürlich auch noch mehr, außer einfach nur hin und her fahren. Und zwar gibt es natürlich noch richtige RC-Rallys. Leider in Deutschland nicht so sehr vertreten. Ich glaube, in Hamburg gibt es eine Gruppe, die sich damit auseinandersetzt. Ansonsten ist das in Polen ganz groß. Und auch in Österreich, da bin ich schon mehrfach eingeladen worden, mal vorbeizukommen. Ich hoffe, ich kann das mal mit einem Urlaub verbinden. Ich würde sehr gerne mal bei so einer Rallye mitfahren. Dazu auch noch später mehr. Und dann gibt es natürlich noch Rallycross. Rallycross ist so ein bisschen wie das Rennfahren, was ich auch mache, aber auf verschiedenen Untergründen, manchmal auch mit kleinen Sprüngen. Auch da gibt es keine wirklichen Strecken, sofern mir bekannt ist. Wenn ihr da was wisst, gerne mal unten drunter schreiben, hier in Deutschland, wo man Rallycross fahren kann. Auch da kenne ich Strecken aus Polen, wo auf verschiedenen Untergründen, das heißt Asphalt, Sand und Schotter, sozusagen dann ein Rundkurs aufgebaut wird und wo immer 6 Fahrer, sag ich mal, gegenseitig starten und dann halt ein Rennen fahren. Und der Erste, der ins Ziel kommt, hat halt gewonnen oder hat die Qualifikation gewonnen. In dem Video heute soll es aber auch noch darum gehen, dass ich euch verschiedene Chassis vorstelle, so einen kleinen Einblick schon mal darüber gebe, was man vielleicht an dem Chassis ändern kann, damit sie rallye-tauglicher werden, was es überhaupt aktuell noch zu kaufen gibt, welche Hersteller es da gibt, denn das, was ihr hier seht, ist alles Tamiya, aber nicht unbedingt alles Boxart, nur hier, da habe ich mir die Sticker selber gemacht. Es gibt aber noch weitere Chassis, die zum Rallye-Fahren vielleicht taugen. Und die ganz kleinen gibt es auch noch, Kyosho Mini Z, gibt es auch ein paar Rallye-Wagen. Lass uns darüber noch mal sprechen. So, moin moin und herzlich willkommen nach diesem langen Intro hier auf der Kressgarage. Ich möchte mit euch, wie ja schon angekündigt, über Rallye sprechen. Und vielleicht fangen wir da mal ganz vorne an. Und zwar ganz vorne. Falls ihr euch für den Rallye-Sport interessiert, habe ich nämlich was ganz Schönes. Ein paar dicke Schinken hier. Ich habe sie mir alle gekauft oder zu Weihnachten schenken lassen. Ganz tolle Sachen, verteilt, Geburtstag. Es gibt ganz tolle Fotogeschichtenbände, sage ich mal. Richtig dicke, hart gebundene Bücher, ziemlich viele Fotos. Gibt es zu 4 verschiedenen Themen. Ich habe jetzt mal hier Gruppe A. Die Gruppe A ist entstanden nach der Gruppe B sozusagen. Die Jahre, sage ich mal, 83 bis in die Moderne rein. Total spannendes Buch, sehr schöne Bilder, sehr schöne Geschichten. Finde ich total toll. Hier haben wir jetzt mal die berühmte Gruppe B, die ist ja nur so 3-4 Jahre am Start gewesen, hat aber die größten Rallye-Legenden hervorgebracht. Ganz tolle Bilder, tolle Geschichten und Hintergrundinfos zu all den Fahrzeugen, Wagen und Rallyes, die gelaufen sind. Ganz tolle Sache. Und was ich auch noch spannend fand, gerade weil es ein bisschen spannender ist und weil es da ganz viel Tolles im Mini, im M-Chassis-Bereich von Tamiya gibt, die Gruppe 4, die ist sozusagen vor der Gruppe B gewesen. Es gibt noch eine Gruppe H, die war davor. Diese Wagen sind ein bisschen, das ist so der Anfang vom Rallye-Fahren, da war es noch nicht so richtig spannend. Aber die 3 Bücher kann ich euch sehr empfehlen, falls ihr Interesse am Rallye-Sport habt, falls ihr da Infos mehr zu haben wollt, falls ihr selber früher vielleicht in euren jüngeren Jahren Rallye toll fandet, aber damals nicht alles verstanden habt. Hier sind alle Infos nochmal zu den Rallyes. Ich habe es mir geholt, finde ich sehr schön. Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung. So, erstmal dazu. Ansonsten, die große Marke, die da am meisten den Leuten vielleicht ins Auge fällt, ist natürlich Tamiya. Tamiya hat aktuell, würde ich mal sagen, 5 Chassis, die man für Rallye-Sport benutzen kann oder schon extra für den Rallye-Sport aufgebaut sind. Das wäre zum einen hier VX01, gibt es in der Version mit den langen Dämpfern auch noch, ist dann noch besser zum Rallye-Fahren. Ein TT01 zum Beispiel, kann man sehr schön zum Rallye-Fahren umbauen, zeige ich euch gleich noch was zu. Dann gibt es natürlich noch den TT02 und aus der M-Chassis-Fraktion gibt es, kann man sagen, man könnte theoretisch, hier habe ich jetzt drunter MF01X, ein Allrad-Chassis im M-Chassis-Bereich, eigentlich ein Bayard-Buggy sozusagen, ich habe mir aber in einem schönen anderen Design hier drauf gemacht. Dann gibt es das M05-Chassis als Rallye-Version, kam jetzt hier eine kurze Zeit mit dem Renault R5 raus, ist aber aktuell immer noch mit der Rallye-Dakar-Ente zu bekommen. Ist ein Rallye-Chassis, das jetzt glaube ich, die Rallye-Dakar-Ente gehört jetzt nicht in diese Kategorie. Ich habe sie mir ein bisschen umgestaltet, ist ja eigentlich eine Sandbasher-Ente. Ich habe mir ein Original Rallye-Dakar oder nein,
Ride Afrika, eine extra Rallye nur für die Enten gewesen. Davon habe ich mir ein Design rausgesucht und das habe ich umgesetzt. Es gibt noch einen Nachfolger, das VX02 Chassis. Ist jetzt gerade auch letztes Jahr auf den Markt gekommen. Gibt es nur als reines Chassis. Das heißt, da muss man sich noch die Karosserie dazu holen. Aber falls man einfangen möchte, sozusagen, sind das die Chassis, die wir haben möchten. Und darauf lass uns jetzt mal ein bisschen spezieller auch eingehen und uns die Chassis angucken. So, hier mein TT01 Chassis. Man erkennt es an den goldenen Felgen. Ich bin darauf den Subaru Impreza gefahren. Da habe ich einiges gemacht. Ich habe ein bisschen Alu-Tuning mit reingenommen. Das muss man aber alles nicht haben. Das, was ich aber gemacht habe, ist, in dem unteren Bereich hier geht der Träger eigentlich hierher. Das habe ich alles weggedremelt, auf der Seite auch. Und dadurch kann der Federweg weiter ausfedern. Und ihr kommt allgemein mit dem Wagen höher. Das ist so eine Sache, die kann man auf jeden Fall machen, wenn man mit seinem TT01 Rallye fahren möchte. Beim TT02 ist das ein bisschen anders. Aber beim TT01 ist das so einer der Punkte, die man besonders gut machen kann. Was man auch noch machen kann, ist hier vorne die Leerflächen sozusagen unter der Lenkung. Den Bereich. Falls da Steine reinkommen, ihr könnt die mit Heißkleber einfach ausfüllen hier vorne. Da auch bis zum Akkufach. Dann bleiben da keine kleinen Steine drin klemmen und eure Lenkung hakt nicht. Ich habe jetzt hier natürlich noch ein paar Ulldruckstoßdämpfer eingebaut. Ich habe auch den höchsten Punkt für die Federung ausgewählt, der geht. Ansonsten habe ich jetzt hier noch keine Differenziale gesperrt. Man könnte jetzt vorne noch ein Differential sperren, hinten ein bisschen schwereres Differential oder das Differential so ein bisschen zumachen. Dann habt ihr ein bisschen besser Grip. Ansonsten natürlich ganz cool, falls ihr nicht habt, Stollenreifen, damit ihr Griff auf Schotter habt. Und eine Abdeckung hierfür gibt es auch, kann man drüber ziehen, damit von oben nichts reinkommt. Dann würde ich aber auch von unten hier abkleben, damit hier keine Steine durchkommen. Dann wird der Wagen aber ein bisschen schneller warm. Ansonsten habe ich ein Servo mit einem schönen schnellen Lenkausschlag. Also hier mal ein TT01 Chassis. Hier sieht man nochmal, habe ich die unteren Löcher auf der Seite auf jeden Fall zugeklebt, damit da nicht so viele Steine reinkommen. Und auch hier den Ausschlag so ein bisschen freier gelegt, damit der mehr Federweg hat, der Wagen. Hier haben wir jetzt ein MF01X. Ein allradgetriebenes M-Chassis. M-Chassis sind immer der kleineren, die haben auch nicht so eine breiten. Die sind nicht so breit, das heißt, die großen sind ja 190 breit, die sind hier 162 mm ungefähr breit. Kann man auch hier jetzt eigentlich noch mal andere Stoßdämpfer reinnehmen. Man kann die schon so einstellen, dass die hier mal den höchsten Punkt wählen, damit die Reifen so weit wie es geht nach unten kommen. Und hier in dem Bereich auch den höchsten Punkt wählen. Dadurch kriegt ihr auf jeden Fall noch mal so 2-3 mm mehr Bodenfreiheit. Kommen wir mal in die etwas höheren Preisklassen. XV01 gab es mit insgesamt 4 Karosserien. 2 finde ich aber rallye-tauglich. Das ist zum einen hier der Lancia Delta Integrale. Den habe ich jetzt hier auch mit einem kleinen Cockpit drin. Macht sich beim Rallye-Fahren ja immer sehr schön. Bei manchen Wagen ist das dabei. Bei vielen müsst ihr es einzeln nachkaufen. Das ist ein Universal-Cockpit, was hier in die Mitte dann reingeklebt wird. Braucht ihr etwas andere Farben, aber macht Spaß zu fahren. Und hier ist jetzt mein XV01. Wir haben den Motor ganz weit vorne sitzen. Der Federweg ist eigentlich ziemlich gut. Aktuell könnte ich hier längere Federn einsetzen oder längere Federarme. Dann würde ich noch ein bisschen mehr Bodenfreiheit kriegen. Das ist ein riemengetriebener Wagen. Die beiden Wagen vorher waren ja Kardanwelle getrieben. Das heißt, der Motor sitzt hier ganz vorne mit dem Getriebe, geht dann ins Differential rein. Hier schon abgeschlossen. Unten drunter her läuft der Riemen, der die Kraft auch nach hinten bringt. Ich bin jetzt hier ein bisschen offen, das könnte man auch noch alles schließen. Dann wäre der Akkufach wäre geschlossen, der Bereich wäre geschlossen. Und hinten wieder offen. Federn auf jeden Fall schön weit ein, aber ich könnte noch ein bisschen weiter nach unten. Federn auf jeden Fall schön weit ein.
Auch hier. Ich habe jetzt nichts gesperrt, damit kann ich auf Schotter gut fahren. Im Rennbereich, wenn man Rennen fahren wollen würde, wäre es bestimmt ein bisschen was anderes. Das Nachfolgerchassis von dem hier ist irgendwie schon ein bisschen anders aufgebaut. Hat zwei Kardanwellen, einen quersitzenden Motor in der Mitte und dann Kardanwellen, die nach vorne und hinten den Antrieb sozusagen die Kraft übertragen. Was ich hier immer noch ganz gut finde, dass wir halt so ein leichtes, leichte Kotflügel innen haben. Gerade beim Lenken fliegen die Steine halt nicht so weit hier rein. Wo ich immer so ein paar Probleme habe, dass sich hier Steine reinsetzen und auch in der Lenkung hier unten drunter, dass ich da beim Federweg, dass ich hier Steine einklemme. Und dann ist der Federweg nicht mehr so gut da. Das heißt, auf kleinem Schotter habe ich hiermit schon manchmal ein bisschen mehr Probleme als mit dem TT01 oder TT02. Kommen wir mal zu einem anderen Hersteller. SNRC ist ein chinesischer Hersteller, wird hier in Deutschland von zwei Händlern vertrieben, sind eigentlich mit dem Club Racer ganz groß im Rennsport, da bin ich auch einigen schon begegnet, aber die haben auch ein, ich weiß nicht genau wie er heißt, D2 Chassis, das ist schon, sag ich mal, die sagen immer zu 90% vormontiert, ein Rallye Chassis, schon ein bisschen mehr zum Rallye fahren gedacht, auch riemengetrieben, alles offen. Hier vorne wird man jetzt ein Servo einbauen, da ist das Akkufach, hier kommt Empfängermotor, kommt hier rein. Hier haben schöne Öldruckstoßdämpfer, langen Federweg, ziemlich viel Bodenfreiheit, auch hier eine Aluplatte von unten, sehr schön. Den habe ich noch nicht getestet, ihr seht noch alles neu. Der wird mitgeliefert mit einer blanken Karosserie, die keine Bezeichnung hat. Ich würde aber sagen, es ist ein VW Polo. Aus der WRC-Zeit. Die habe ich jetzt woanders liegen. Hier ist gerade nochmal ein Heckspoiler dafür. Die kommt mit Reifen, aber sonst keine Elektronik. Das heißt, da müsst ihr noch Servo, Sender, Empfänger, Akku, Motor, Fahrtenregler kaufen. Seid dann aber auch eigentlich auf einer ziemlich coolen Seite. Ich habe so ein paar Bedenken jetzt, dass doch hier, wenn ich viel über Schotter fahre, dass hier sehr viele Bereiche sind, wo sich Steine einnisten können, gerade auch bei den Zahnrädern. Das heißt, ich schätze mal, für Schotter ist der Wagen nicht so gut. Für Sand und Asphalt oder Rasen macht der auf jeden Fall Spaß. Aber auch hierzu wird es nochmal einen ausführlichen Test geben in dieser Reihe. Wenn ihr Rallye fahren wollt auf verschiedenen Untergründen, gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Reifen, auch von weiteren Herstellern. Grundsätzlich die meisten sind halt diese groben Stollenreifen von Tamir oder jetzt hier mit dem leichten Profil. Es gibt noch etwas ältere, die nur so quergeschnittene Rillen haben. Das wäre erstmal so ein kleiner Einblick in die Rallye-Geschichte. Also falls ihr Interesse habt, mehr Rallye zu fahren, mehr im Park Rallye zu fahren und vielleicht auch irgendwie eine Rallye-Rennserie mal zu starten, würde mich sehr freuen. Ich werde auf jeden Fall zu allen Fahrzeugen nochmal ausführliche Erfahrungsberichte machen. Aktuell zu kaufen gibt es auf jeden Fall noch den Lancia Delta Integrale. Den gibt es auf einem TT02 oder auf dem XV01 von Tamir. Der ist ein bisschen teurer, der TT02 kostet um die 140 Euro. Auf einem TT01e gibt es natürlich den Subaru Impreza, ein Klassiker, ein sehr schöner Rallye-Wagen, den ich in meiner Jugend auch gesehen habe. Aber hier gibt es auch noch andere Modelle, die man da im Rallye-Bereich fahren kann. TT02, natürlich der Audi Quattro Gruppe B, der Urquattro. Angedacht sind aber auch da noch weitere Modelle, die jetzt noch dieses Jahr rauskommen sollen, wo ich mich sehr freue. Im M-Chassis-Bereich gibt es natürlich auch einiges. Aktuell würde ich sagen, ist nochmal vielleicht ein Highlight der Ford Focus MK2. Ich habe ihn hier in einem etwas anderen Design aufgebaut. Auf dem TT02 gibt es übrigens auch einen Ford Focus. Eine etwas modernere Version, aber ohne Sticker, das heißt, oder ohne Rallye-Sticker, das heißt als zivile Version. Da müsstet ihr euch ein bisschen selber was rausfuchsen, wenn ihr den in einem schönen Rallye-Design machen wollt. Alle Wagen, wie gesagt, werde ich hier drunter, wird eine Serie raus entstehen, werde ich hier drunter vorstellen, einzeln testen, meine Erfahrungsberichte nochmal zu jedem einzelnen Chassis ordentlich selber geben. Ich werde auch nochmal so ein paar Tipps geben, wie kann man denn die Wagen lackieren. Und wenn es geht, auf jeden Fall nochmal ein Rennen vielleicht selber organisieren oder sich irgendwo eins angucken. Hier in Berlin müssten ja genug Leute sein, die mal hier mit fahren möchten. Ansonsten Grüße nach Hamburg, Grüße nach Österreich. Ihr macht ganz tolle Arbeit. Ich versuche wirklich mal irgendwie, wenn es möglich ist, vorbeizukommen. Die Kress Garage hat jetzt was ganz Neues. Habt ihr vielleicht unter dem Video irgendwo hier so gesehen. Mitgliederbutton gibt es jetzt. Das heißt, die Kress Garage, alles das, was ich hier mache, ist natürlich umsonst.
Und weil es umsonst ist, könnt ihr auf jeden Fall schon mal als Tipp einen Abo-Button drücken. Falls ihr mich aber ein bisschen mehr unterstützen wollt, gibt es jetzt hier von YouTube einen Mitglieder-Button sozusagen. Da könnt ihr für einen kleinen monatlichen Beitrag, ich habe da drei Kategorien eingeführt, mich unterstützen, dafür sorgen, dass ich mehr weitere schöne Videos machen kann, dass ich das hier auch so ausbauen kann, dass ich daraus vielleicht irgendwann mal ein zweites Standbein habe. Ich würde gerne weitermachen. Ich mache auf jeden Fall weiter. Ich würde gerne weiter mit euch machen. Also lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem dieser Rallye-Themen, schreibt sie drunter. Es wird auch noch ausführliche Umbauvideos geben. Ansonsten sage ich jetzt zum Ende: Ciao und tschüss. Bis bald. Euer Kress.